Trainingstag gestartet, in der ersten, wo es vor allem darum ging, das Team zu lernen und auch ein bisschen die Spielform zu lernen. Das war für alle relativ neu. Dann haben wir ein Trainingsweekend gemacht, wo wir schon ein bisschen uns vertiefen konnten, wo sicher auch die Spielform im Fokus gestanden ist, dass wir gemeinsame Spielideen entwickeln und auch an der Teamentwicklung arbeiten. Wir haben auch ein Testspiel gemacht, wo wir unsere Patchform messen und vor allem auch so ein bisschen die Abläufe schon ein bisschen mal testen. Die 2x10 Minuten mit diesen 2 Minuten Pause ist doch auch für uns Coaches etwas Neues, dass auch wir hier einen Einblick hatten, wie das läuft. Also alles in allem war die Zeit ein bisschen kurz für das super Planen. Aber wir wollten das Beste rausholen und haben zwei Trainingstage gemacht. Ein Morgentraining und zusammen das Mittagessen und dann am Nachmittag nochmal ein Training. Und so haben wir eigentlich Wert darauf gelegt, dass wir die Linienfindung machen können und die taktischen Vorgaben rausgeben mit Theorie jeweils vorher. Und so haben wir die Zeit, die halt wirklich knapp war, probieren gut zu nutzen und hoffen, dass wir so gut wie möglich parat sind für ja, ein schönes Event. Ja, es hat ja Regelanpassungen gegeben oder Änderungen. Und das Spielfeld ist noch einmal kleiner als schon in der Schweiz. Und das sind eigentlich die Sachen, die wir auch in der Trainings angeschaut haben. Und das wird, ja, wird auch für uns, die Kleinfeld gewöhnt sind, Änderung sein. Es geht einfach extrem schnell. Das ist eigentlich so die grösste Änderung, die wir gemerkt haben. Obwohl ich kann das Spiel nochmal ein beschleunigen. Und das sind sicher grosse Änderungen, die wir müssen, ja, trainieren ja, wir haben versucht, über unsere Gegnerinnen etwas herauszufinden. Es war nicht ganz einfach. Wir haben jetzt auch den ersten Trainingsslot hinter uns und haben gehofft, wir sehen vielleicht noch jemanden in der Halle. Leider waren sie nicht da, wie erwartet. Das heisst, wir wissen relativ wenig. Wir gehen aber davon aus, dass sicher schusstechnisch uns doch etwas entgegenkommt, was wir jetzt zum Beispiel aus unserer Kleinfeldliga vielleicht nicht so gewöhnt sind. Aber grundsätzlich denken wir, es wird Unihockey gespielt und auf dem kleinen Feld sind wir ja auch erprobt. Also, dass wir hier sicher werden mitspielen. Ja, also bei uns, bei allen im Team, ist sicher ganz viel Vorfreude. Jetzt haben wir lange darauf hergeplant und es ist endlich so weit. Bei mir ist sicher auch die Freude und auch die Neugier, was uns hier erwarten wird. Und ich hoffe einfach, es wird eine coole Zeit für alle und dass wir zusammen hier das Abenteuer positiv gestalten können. Grosse Vorfreude. Es ist eher, dass wir hier da unser Land dürfen vertreten. Natürlich auch ein bisschen Nervosität. Im Moment geht es noch, aber morgen, wenn es wirklich losgeht, wird es sicher bei allen der Fall sein. Die meisten sind sich das nicht gewöhnt. Aber wenn wir die Eindrücke mal verarbeiten können, werden wir sicher unsere Leistung zeigen können.